nur ihre Anrufe in dem Haus im Jemen abhören. Doch 9 Tage nach al-Hazmis und al-Midars Ankunft in Kalifornien kommt es bei der NSA zu einer katastrophalen Störung. Am 24. Juni 2000 bekam ich einen Anruf, der mit dem Satz begann: Wir haben ein Problem. Die NSA-Systeme waren ausgefallen. Der technologisch modernste Nachrichtendienst der Welt, der Millionen von Gesprächen gleichzeitig abhören kann, ist taub. Die NSA war hirntot. Es dauerte 3 bis 4, vielleicht sogar 5 Tage, um alles wieder richtig hochzufahren. Es ist unklar, ob die NSA während dieser 5 Tage Anrufe der Entführer aus San Diego verpasst hat. Sicher ist nur, dass die Terroristen keine Zeit verschwendeten, sich in ihrer neuen Nachbarschaft einzuleben. In der FBI-Chronologie heißt es, 5. Februar 2000. Al-Midar unterschreibt den Mietvertrag für ein Apartment in der Mount Ada Road 6401 in San Diego. 25. Februar. Al-Midar kauft einen Toyota in San Diego. 28. Februar. Die Progressive Insurance Company überprüft Al-Midars Versicherungspolice Nummer 604-725-9210, ausgestellt von der Huggy Bear Insurance Corporation. 20. März. Von Nawef al-Hazmis Anschluss wird ein 16 Minuten langes Telefongespräch in den Jemen geführt. Dies war einer von vielen Anrufen aus San Diego, die in Bin Ladens Operationszentrum eingingen, dem Haus im Jemen, das die NSA seit über 3 Jahren überwachte. Doch die NSA gab diese Information an keinen anderen Nachrichtendienst weiter. Eleanor Hill hat die Rolle der NSA für den Kongress untersucht. Wir erfuhren zu unserer Überraschung, dass der NSA diese Informationen vorgelegen hatten. Kontakte zwischen bekannten Terroristen in den USA und terroristischen Zentren im Ausland sind genau die Art von Informationen, die unsere Nachrichtendienste brauchen. Aber sie hatten sie nicht. Wenn NSA und FBI ihre Informationen austauschen, können wir beide Seiten abhören. Sie reisen ein und wir folgen ihnen, finden heraus, wohin sie gehen, hören ihre Festnetzanschlüsse oder Mobiltelefone ab und lesen ihre E-Mails. Es gibt unzählige Möglichkeiten, jemanden zu überwachen. Es ist unglaublich. Die NSA hat das FBI nicht darüber informiert, dass diese Anrufe aus den USA kamen. Bei der NSA will niemand darüber sprechen und die 9/11 Commission ist dem nicht nachgegangen. Entweder war der NSA nicht klar, dass die beiden Terroristen aus den USA anriefen, was sehr unwahrscheinlich ist, denn sogar ich habe eine Anruferkennung, oder sie haben es ignoriert, weil sie die Informationen dann an das FBI hätten weitergeben müssen. 12. April 2000. Fast 3 Monate nach der Einreise der Entführer in die USA deutet NSA-Direktor Michael Hayden eine weitere mögliche Erklärung für das Schweigen der NSA an. Nachdem der Kongress ihn bereits ermahnt hat, die Privatsphäre amerikanischer Bürger zu wahren, äußert sich Hayden vor dem Geheimdienstausschuss extrem vorsichtig. If, as we are speaking here this afternoon, Osama bin Laden is walking across the Peace Bridge from Niagara Falls to Ontario to Niagara Falls, New York, as he gets to the New York side, he is an American person, and my agency must respect his rights against unreasonable search and seizure as provided by the 4th Amendment to the Constitution. Doch General Hayden wusste auch, dass das Gesetz ein ständiges Abhören der Terroristen erlaubte, sobald sie eingereist waren. Wir konnten zurückverfolgen, wer sie waren, dass sie Kontakt zu Bin Laden hatten und so weiter. Wir hätten von jedem Richter des Pfizer-Gerichts eine Genehmigung zur Überwachung dieser Wohnung bekommen. Es wäre ganz leicht gewesen. Dann hätten wir sie überwachen und mehr Informationen sammeln können. Jetzt werden viele sagen, ach, hinterher ist man immer klüger. Aber darum geht es nicht. Hier geht es um grundlegende, logische Ermittlungen. Die Chronologie, die das FBI nach den Anschlägen vom 11. September erstellte,
beschreibt genau, wie Al-Midar und Al-Hazmi mit dem Training für ihre Operation beginnen. 4. April 2000. Nawaf Al-Hazmi absolviert seine erste Flugstunde am National Air College, Glenn Curtis Road 3760 San Diego. Vierter Mai. Khalid Al-Midar bezahlt mit Bankkarte zwei Jepson-Trainingskurse. 10. Juni 2000. Al-Midar verlässt die USA mit dem Lufthansa-Flug 457 von Los Angeles nach Frankfurt, Deutschland. Khalid Al-Midar fliegt nach Hause, um seinen neugeborenen Sohn zu sehen. Während der nächsten 13 Monate lebt er mit Frau und Kind in dem Haus im Jemen, das von der NSA überwacht wird. Er beantragt sogar ein neues US-Visum, das er erstaunlicherweise auch erhalten wird. 8. Dezember 2000. Hani Hanjour, ein weiterer Flugzeugentführer, landet in San Diego. Drei Tage später fährt er mit Nawaf Al-Hazmi nach New Jersey, wo sich der Rest der Entführer versammelt. Die FBI-Chronologie dokumentiert auch diese Reise, die 5 Monate dauern wird. 1. März 2001. Hanjour absolviert ein Training im Flugsimulator. 1. April. Al-Hazmi erhält einen Strafzettel, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hat. 1. Mai. Al-Hazmi erstattet Anzeige bei der Polizei in Fairfax County. Er sei von einem unbekannten Schwarzen überfallen worden. 21. Juni 2001. Ein Journalist der Middle East Broadcasting Corporation interviewt Bin Ladens Statthalter in Afghanistan. Sie deuten an, dass ein größerer Anschlag kurz bevorstehen könnte. Die US-Streitkräfte im Nahen Osten werden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nach der Ausstrahlung des Interviews registrieren die Analytiker der NSA eine Zunahme bedrohlicher Kommunikation. Man rechnete fest mit einem Al-Qaida-Angriff auf US-Einrichtungen, aber die meisten gingen davon aus, dass er in Übersee erfolgen würde. Tragischerweise konzentrierten sich daher alle auf das Ausland und nicht auf die Ereignisse in den USA, die als Aufgabe des FBI galten. So nimmt die Chronologie ihren Lauf. 4. Juli 2001. Al-Midar reist mit Saudi Arabian Airlines in die USA ein. Er landet mit einem Business-Visum auf dem New Yorker John F. Kennedy Airport und gibt als Zieladresse das Marriott Hotel im World Trade Center an. That was the Marriott Hotel at the World Trade Center. Für die letzten Vorbereitungen ihres Anschlags fahren Al-Hazmi, Al-Midar und Hanjour auf dem New Jersey Turnpike nach Süden. Sie meiden größere Städte und Hotelketten mit Computersystemen. Stattdessen fährt die Gruppe in die kleine Stadt Laurel in Maryland und übernachtet dort in einem günstigen Motel. Inzwischen kennen sie ihr Anschlagsziel: das Pentagon. Während ihrer gesamten Reise, ob sie nun in San Diego, in New Jersey oder in Laurel waren, hielten sie ständig Kontakt zu Bin Ladens Operationszentrum im Jemen. Die NSA hörte das dortige Telefon ab, zeichnete die Gespräche auf und transkribierte sie. Doch die NSA informierte nie einen anderen Nachrichtendienst darüber, dass sich die Terroristen in den USA aufhielten und sich quer durchs Land auf Washington zu bewegten. Auf den ersten Blick wirkt Laurel in Maryland wie ein typischer Vorort von Washington. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass sie in direkter Nachbarschaft zum NSA-Hauptquartier liegt. Während die NSA eine Zunahme der Kommunikation registriert, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag hindeutet, haben sich Bin Ladens Killer in ihrer unmittelbaren Nähe eingenistet.
August 18th.